Hallo, die Domme hier. Ist da der Herr Großhändler? Ich brauche ganz viel Schokolade. Ja, das ist super. Ja, nee, die Adresse habe ich. Alles klar, dann komme ich gleich vorbei. Danke. Tschüss. Eine halbe Stunde später. Domme muss die Massen an Schokolade, die sie beim Großhändler kaufen will, irgendwie transportieren. Zum Glück hat sie dafür noch einen alten Bollerwagen im Keller stehen. Hätte ich auch bloß Marianne gefragt, ey. Domme muss wohl oder übel alleine dadurch. Zum Glück befindet sich der Großhändler in Laufweite. Wirklich glücklich darüber ist das Pfundsweib trotzdem nicht. Ich hätte Onkel Norbert ja lieber mal nach seinem Transporter fragen sollen. Das ganze Hin und Her mit dem Bollerwagen und der ganzen Schokolade, das ist so anstrengend. Domme konnte eine Menge abgelaufener Schokoladenkalender ergattern. Doch auch andere haben es auf das braune Gold abgesehen. Domme konnte den dreisten Dieb zwar nicht erwischen, aber mit dem restlichen Schokoberg lässt sich doch wohl sicher etwas anfangen. So, das waren die letzten. So, jetzt nur noch einschmelzen. Jetzt kommt das Schwierigste. Die Schoki, die muss jetzt raus aus den Kalendern und rein in den Topf. Ganz schön viel Arbeit für so ein bisschen Schokolade. Aber dafür war die Schokolade besonders günstig. Geschmolzene Schokolade. Da kann die frisch gebackene Geschäftsfrau einfach nicht widerstehen. Na, genau euch brauche ich. Diese Förmchen, die sind ja eigentlich für Kuchen und für Törtchen. Aber naja, gut, mit Schoki wird das wohl auch gehen. Die ersten Schokofiguren aller Domme sind geboren. Ein Elefant und ein Frosch. Natürlich nicht als Hohlfigur, sondern als massiver Klotz. So. Ah, mein kleiner Frosch, vielleicht wirst du ja zum Prinzen, wenn ich dich küsse. Schade. Aber lecker bist du. Ich habe jetzt erstmal genug gearbeitet. Die Arbeit, die macht so müde. Aber ja gut, die Schoki, die kocht ja sowieso von alleine. Da kann ich ruhig mal ein kleines Schläfchen machen. Und während sich die Arbeit von alleine erledigt, verfällt Domme in einen süßen Schokoschlaf. Oh, wer ist das denn jetzt? Mensch, ich bin noch am Arbeiten. Och Mann, ich habe gerade von Willy Wonka in seiner Schokoladenfabrik geträumt. Und dann klingelt's an der Tür. Das kann nur wieder Ärger bedeuten. Wie siehst du denn aus? Ja, ich bin am Arbeiten. Und wie sieht das hier überhaupt aus? Dass Domme so ausschaut, das soll mich echt nicht wundern. Aber was ist mit der Wohnung los? Alles voll Adventkalender. Was machst du denn hier? Ja, das sind die Sachen, die ich brauche zum Einschmelzen, die Schokolade. Und wo hast du die her? Ja, vom Herrn Großhändler. Tickst du noch richtig? Da nimmt man Kuvertüre und nicht so ein Scheiß hier. Wieso, das lässt ja auch einschmelzen. Was ist denn das überhaupt? Das ist abgelaufen. Das kannst du doch keinem mehr anbieten. Was machst du denn da schon wieder? Hä? Schokolade kann ablaufen? Ja, bei dir nicht, aber Schokolade kann schon ablaufen. Das kann nicht sein. Schokolade läuft nicht ab. Ich meine, die Wurst, klar wird die schlecht, die wird dann grau und die schmeckt dann komisch. Aber Schokolade, die läuft nicht ab. Naja, aber das schmeckt gut. Hier, probier mal. Lass mich damit in Ruhe. Spinnst du oder was? Dann halt nicht. Was riecht das denn hier so? Brennt bei dir irgendwas? Nee, eigentlich. Geh mal an die Seite, Mensch. Was hast du denn hier? Die Frau ist eine Gefahr für sich und alle Leute drumherum. Wie kann die denn den Herd auf volle Pulle stellen? Die fackelt hier noch alles ab. Boah, und wie stinkt das hier? Boah, das gibt's doch gar nicht. Was hast du hier gemacht? Ja, ich hab gearbeitet. Hast du gepennt oder was? Nein. Nicht die ganze Zeit.
Die ganze Küche steht unter Qualm. Du fackelst hier die ganze Bude ab, Mann. Jetzt übertreib doch nicht. So schlimm ist das auch nicht. Ach, Tante Marianne soll sich nicht so anstellen. Ich meine, hallo, in meiner Küche brennt es mindestens einmal im Monat. Aber guck mal, ich habe sogar schon 3 Formen fertig. Die 3? Ja. Dafür so eine Sauerei? Ja, da ist ja auch noch Schokolade drin. Ja, und vor allem an dir dran. Dann ja. Zeig mir mal dein Meisterwerk. Mensch. Zeig mir das mal. Ja. Oh nö, oh scheiße. Was ist das denn bitte? Domme, was machst du denn nur? Ja, aber vielleicht kann man das ja irgendwie drankleben. Ja, mit einem Tesafilmstreifen am besten. Das ist eine gute Idee. Halt die Fresse, Kerl, gute Idee. Ich denke, du willst ja, Schokoladendesignerin werden. Auf der Rückseite sieht man das doch nicht. Domme, das ist mit Sicherheit nicht der richtige Weg, den du hier gehst. Domme, das ist doch alles scheiße. Machen wir uns doch mal nichts vor, hier so ein Frosch und dann so ein Elefant, weißt du? Du produzierst Elefanten, super, passt ja. Ich hab dir mal so Formen geschenkt, kannst du dich da noch dran erinnern? Warte mal, ich guck mal nach. Ah, da sind sie. Guck mal, das ist doch viel hübscher. So ein Schneemann und so ein Engel. Ist doch richtig süß. Ja, die sind echt süß. Ich erklär dir das jetzt mal, wie du das am besten machst. Ach, schieb das mal da alles rüber. Mach das mal. So, pass auf. Pass auf, wir machen das folgendermaßen. So, jetzt nimmst du die Schokolade, packst die da rein und vor allem auch immer schön in die Ecken. Das ist ganz wichtig, sonst sieht das hinterher so abgefressen aus, wie dein Frosch da. So. Aha. 3 Stunden später. So, meine Liebe, jetzt sind die fertig. Und was hast du da jetzt mit vor? Ja, ich wollte jetzt in die nächsten Schokoladen gehen und versuchen, die zu verkaufen. Naja, wohl ich glaube, dass die nicht so zum Verkauf geeignet sind, aber wie das hier aussieht, eigentlich hast du ja gar nichts mehr zu verlieren. Aber wenn du das schon vorhast, dann pack die wenigstens schön ein und vor allem zieh dich vernünftig an. Denn denk dran, du willst vielleicht mal Geschäftsfrau werden. Ja. Okay. Ich finde da schon was, was ich anziehe. Okay. Da fällt mir schon was ein. Was hat Marianne eigentlich immer gegen meine Klamotten? Ja, okay, dann mache ich mich halt schick. Ich habe da auch schon eine Idee. Am nächsten Tag. Domme hat in ihrem kleinen Kostümfundus das passende Outfit für ihr erstes Geschäftsgespräch in einem Schokoladendelikatessenladen gefunden. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Sind Sie die Chefin hier? Ja, was kann ich für Sie tun? Ich habe hier so Schokofiguren, ja. Die würde ich gerne verkaufen. Kaufen Sie denn auch Schokolade an? Ja, generell schon. Zeigen Sie mal, was Sie da haben. Ja, die sehen leicht geschmolzen aus. Ja gut, die sind jetzt in meinem Arm ein bisschen geschmolzen. Also. Und die haben Sie selber gemacht? Ja, die habe ich selber gemacht. Wow, schön sind Sie auf jeden Fall. Haben Sie ein Gewerbe schon angemeldet? Gewerbe? Nee. Ja, das bräuchten Sie auf jeden Fall. Und ein Gesundheitszeugnis? Haben Sie sowas? Ein Gesundheitszeugnis? Aber ich bin doch gesund. Ja, ja, das glaube ich Ihnen schon. Aber Sie müssen trotzdem eine Genehmigung dafür haben. Was? Da muss man so viele Sachen bei beachten. Ich dachte, das wäre viel einfacher. So macht das keinen Spaß. Wo haben Sie die überhaupt hergestellt? Zu Hause, in meiner Küche. Oh, okay, aber auch die Küche muss abgenommen sein. Hygienestandards? Doch nicht bei Domme. Abgenommen? Abgenommen ja. Hört sich gar nicht gut an. Mal ganz ehrlich, wie viele können Sie denn am Tag so herstellen? Ja, also ich habe so 6 Formen zu Hause, also so 30, 40 würde ich hinbekommen. Im besten Fall, Sie stellen auch 50 solche Formen her. Das ist, also mehr als 50 Cent verdienen Sie nicht pro so eine Form. Und bei 50 Stück, das sind 25 Euro am Tag. Vorausgesetzt, ich verkaufe die tatsächlich alle 50 am Tag. Es tut mir leid, aber ich glaube, davon können Sie nicht leben. Nee, absolut nicht. Das ist viel zu wenig. Überlegen Sie sich noch mal. Okay, mehr kann ich für Sie leider nicht tun. Trotzdem danke. Bitte schön. Tschüss. Tschüss. Oh, na toll, dass man da so wenig bei verdient. Das habe ich mir anders vorgestellt. Also das mit den Figuren. Das kann ich mir abschminken. Das ist der schlimmste Tag meines Lebens. Die Schokoelfe ist am Boden zerstört. Domme braucht einen Plan B. Es
Zu Hause wartet Tante Marianne bereits gespannt auf ihre Nichte. Kann sie weiterhelfen? Oh mein Gott, Dummel, wie siehst du denn aus? Warum denn? Weißt du, wie du aussiehst? Wie ein zerplatzter Käfer. Nein, ich bin eine Schokoladenfigur. Schokoladenfigur, ja. Du hast Knall. Warum? Das sieht doch gut aus. Du hast gesagt, ich soll mich schick machen. Schick? Aber nicht verkleiden, wir haben doch keinen Karneval. Mann, wie soll das denn klappen, wenn nicht mal Tante Marianne hinter mir steht? Da muss jetzt auf jeden Fall eine neue Idee her. Weißt du, was hast du denn Erfolg gehabt mit deinen Schokofiguren? Nee, das hat nicht so funktioniert. Der wollte die nicht haben. Wie hast du die überhaupt eingepackt? Ja, hier, das Papier vom Adventskalender. Weißt du was? Du hast echt einen Sockenschuss, weißt du das? Die musst du schön verpacken, schön in so schöne Folientüten, so ein Schleifchen rum. Sind doch Folien. Du hast Geld gespart. Weißt du was? Du bist echt bescheuert. Geld sparen. Deswegen hat er dir auch keine abgekauft. Ich hätte dir auch keine abgekauft. Der wollte die halt einfach nicht haben. War ja abzusehen, dass das nichts wird. Meine 100 Euro hatte ich eh schon abgeschrieben. Aber vielleicht hat der Spuk jetzt endlich ein Ende.